Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Ellerbach. Wieder zusammen mit dem Fabian Carsten. Carsten, Fabian, hallo. Moin. Ja, einer möchte nicht. Ist okay, kein Problem. Ich Haben hab. beide gleichzeitig. Was? Ja. Ja, Oh, ich Entschuldigung, auch. das habe ich echt nicht gehört. Das tut mir leid. Ich hatte nur Fabian gehört. Der hat Carsten einfach übertönt. Ja. Frechheit. Ah. Entschuldigung. Absolut. Direkt mal 10 Dezibel weniger geben. Zack. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. So, Fabian, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Wie in der letzten Folge angekündigt, hole ich einfach mal den Anhänger vom Feld. Machen erstmal hier schön das Frontfenster auf. Herrliches Wetter draußen. So, ach so, ja, Verkehr fährt ja immer noch nicht. Wir machen jetzt Folgendes, ne? Dieses Verkehr fährt nicht. Ist so nervig. Wo finde ich den Verkehr? Da. Verkehr aus. Dann gibt es. Ort ist verkehrsfreier Sonntag. Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen. Landwirte dürfen heute unterwegs sein, alle anderen nicht. Freie Fahrt. Sonst bleibe ich wieder gleich an irgend so einer Kiste hängen, weil sie dann so nah am Zaun da. Also weil die am Zaun steht und ich nicht fahren kann. So, einmal hier abbiegen. Oh, ich habe wieder den Deutsch-Sound. Es ist geil. So, dann. Ja, Carsten ist unterwegs zu Feld 84 und 88 fängt da an, schon mal an zu dreschen. Da haben wir ja Weizen drauf. Ja, Ja, Fabian bin schon seht ihr da. ja hier gerade. Der ist fleißig dabei, Jo. unsere Zwischenfrucht noch auszubringen. Schon mal sehr gut. Und ich werde mir gleich den Ladewagen schnappen. Oder ich schnapp mir mal die Ballenpresse. Ich schnapp mir die Ballenpresse. Dann können wir ein paar Strohballen machen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir bald das Geld zusammen haben für den Futtermischer. Dann können wir die einfach hereinschmeißen. Von der Portionierung her. Klingt komisch. Als irgendwie das Ganze aus dem Silo mit einer Schaufel raus zu holen und sowas, ne? Ist auf jeden Fall einfacher. Ja, ich denke auch. Wir brauchen ja eh ein paar Ballen erstmal für die Ladies. Dann machen wir das. Okay. Ja, schauen wir mal, ob heute noch, also heute ist ja diese Folge, das Geld noch einkommt oder ob wir noch ein bisschen schieben müssen. Mal schauen. Aber alles wird gut. Ich gucke gerade nach unten. 6577 Liter Hafer ist jetzt nicht so viel, ne? Was wir Nee. vom Feld bekommen haben. Es ist halt das Problem, ne? Wir machen hier biologische, ökologisch wertvolle ja, Anbaumethoden, nenne ich das jetzt mal, ohne irgendwie Herbizide einzusetzen, ohne Großdünger einzusetzen. Da ist natürlich, da sinken die Erträge. Aber die Verkaufspreise steigen natürlich auch. Das müssen wir auch einfach positiv sehen. Also, das wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Natürlich. Ich habe mal wieder eine SMS bekommen. Deine SMS immer. Ja, mein Handy vibriert sofort, wenn die Kreditkarte benutzt wird. Die Firmenkreditkarte, die Hofkreditkarte, hör mal. Na, wer hat gekauft? Ist eine Gutschrift, könnt ihr es mir erklären? 15.000, aber steht kein Verwendungszweck. Nicht von mir. Meine Mutti hat überwiesen. Deine Das Geld ist da. Mutter. War das nicht nur 10? Nein. Ja, mir war so. Mir war so, als waren es nur 10. Aber okay, ja, sehr schön. Herzlich willkommen im Team. Hör mal, es läuft ja. Eingekauft. Yay! Eingekauft. Ja, eingekauft. Du hast eine Arbeitsberechtigung gerade mal erworben hier. Ich kündige. Geld gibt's nicht zurück. Hör mal, mit 15.000 kauft man sich nicht in den Hof ein. Haben eine halbe Million Schulden. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Ja, Naja. mehr hat sie nicht rausgerückt. Ja, für einen Anfang nicht schlecht. Du darfst den Fendt behalten. Yay. Können ihn ein paar Mal tanken und reparieren. Aber da muss ich aber auch zu sagen,
ist nur geliehen. Ja, auch das werden wir erwirtschaften, früher oder später. Aber ich sag mal so, wir müssen nur die Hälfte wieder zurückzahlen. Der Rest können wir behalten. Das ist doch schon mal sehr, sehr freundlich. Ja, schon mal vielen Dank dann an die Mutti, ne? Gebe ich so weiter. Sehr gut. Ja, perfekt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir bei Detlef unseren Futtermischwagen tatsächlich in Auftrag geben. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, bringe ich erstmal hier den Anhänger weg, schnapp mir, wie gesagt, eben die Ballenpresse, weil es bringt ja nichts, wenn wir die Kohle jetzt sofort raushauen und noch überhaupt gar nicht richtig vorbereitet sind. Ne? Ich denke, da sind wir uns einig. Ja. Von daher werde ich mal gucken. Carsten, ich stelle den dir hier vorne, haben wir ja diese kleine Halle, die ist ja auch noch unsere. Ja. Da stelle ich dir den jetzt einfach mal hin. Ja, perfekt. Ist vielleicht nicht ganz optimal zum Abtanken, aber ich versuch's, dass du so gut rankommst. Ja, so oft werde ich eh nicht fahren müssen. Ja, immerhin so haben wir hier einmal drauf gedüngt, ne? Also es ist schon mal ein bisschen mehr als beim Hafer hoffentlich. Ja, das sehen wir gleich. So, ich bin der Meinung, super eingepackt zu haben. Dann im Sprint zurück ab zur Ballenpresse. Ah, oh, das Schöne ist, wir machen keine Silage. Ich kann durchballern. Oder? Weiß ich gar nicht. Kann ich mit der Ballenpresse jetzt durchhauen oder muss ich trotzdem warten? Nee, du musst trotzdem stehen bleiben. Ah, okay. Das zum ist Abladen. Natürlich doof. Ja, du hast, stimmt. Du hast bei der keine Vorpresskammer. Ja, die muss natürlich rüberladen. Habt ihr recht? Habt ihr recht? Hab ich gerade nicht bedacht. Richtig, richtig. Aber da, ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht. Das soll die Vicon haben. Ja, ja, das weiß ich. Das habe ich auch gehört. Also nicht weiß ich, sondern habe ich auch im Prospekt gelesen. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwann mal upgraden können. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, ey, unsere Kuhn ist ja jetzt auch noch nicht alt. Die haben wir teuer gekauft. Zur Not müssen wir halt einfach kurz mal anhalten. Dann ist das so, ne? Alles eine Frage des Geldes, weil eine gebrauchte Presse zu verkaufen, machen wir bestimmt Minusgeschäft mit. Hm, sicherlich. Und wir brauchen ja noch, ne, den Futtermischer. Gut, das Geld haben wir zusammen, aber dann müssen wir auch Vollgas dran arbeiten, noch einen neuen Schlepper zu organisieren, weil wenn der Mike wieder da ist, wird es schon wieder eng, ne? Dann fehlt uns einer. Und irgendwie so eine Dauerleihgabe, weiß ich nicht, vielleicht kann man sowas mal bei Detlef ansprechen, aber ich will nicht wissen, was das kostet bei ihm. Man sollte ihn, glaube ich, nicht überstrapazieren. Naja, du, kostenlos natürlich nicht, wir werden dafür, wenn dann bezahlen. Vielleicht ist das eine Idee, mal zu fragen, was so ein Mietobjekt kostet, so eine Dauermiete. Erstmal, bis wir das Geld zusammen haben, das dauert ja auch noch ein paar Tage, so schnell verdient man ja nicht etwas über 100.000 Euro. Wir machen ja nicht jeden Tag 55 Ballen. Nee. Noch nicht, dauert noch ein bisschen. Ja, das, vielleicht macht das mal. Ja, wir können ja mal fragen, was das kostet. Ach, jetzt wollte ich hier schon wieder rückwärts rausfahren ohne die Presse. Ja, Mahlzeit. Ihr bringt mich ganz durcheinander hier. So, einmal angehängt, einmal voll eingeschlagen. Ja, passt. Sehr gut. So. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Feld. Und wir werden einen Grasballen bekommen. Ist noch ein bisschen Gras in der Maschine hier drin. Oder wird aus dem Gras dann auch ein Strohballen? Nee, Gras. Nein. Wird immer aufgefüllt, was gerade. Ja, ich denke nämlich auch. Aber auch das fressen die Kühe, von daher ist völlig egal. Ja, brauchen wir auch. Beziehungsweise wettern einen Silageballen. Ja. Da haben wir ja tatsächlich auch momentan keine auf Vorrat. Die haben wir ja das letzte Mal noch alle verkauft. Von daher hätten wir schon mal einen immerhin für das Mischfutter. Ansonsten unsere Wiesen wachsen bestimmt wie sonst was, weil hat ja gerade erst geregnet, jetzt Bombenwetter, kann man ja dem Gras immer wie dem Mais zugucken quasi, ne? Siehst du ja am Tag wirklich, was die geschafft haben.
Oh, wir könnten eigentlich auch mal häckseln, oder? Ein bisschen Mais anbauen. Was haltet ihr davon? Ja, wir haben keinen Feldhäcksel, aber vielleicht kann man da irgendwas machen. Wenn wir es organisiert kriegen, klar. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja hier ein örtliches LU oder sowas, was so Arbeiten verrichten kann. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo... Hoppala. Detlef müsste doch da bestimmt welche kennen. Ja, Detlef ist der Mann für alles. Also das, da kannst du sicher sein. Wenn einer dir was besorgen kann, dann ist das der Detlef. Feld 80 ist fertig angesät. Ja, sehr gut. Ich bin bei der, ich glaube, das untere war die 88, bin ich gerade schon dabei einzusammeln. Das heißt, du kannst gerne runterkommen. Dann können wir hier richtig loslegen. Und auf dem Weg ist mir leider ein kleines Malheur passiert, wie du siehst. Ja, alles gut. Passiert dem Besten. Ja, shit. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich den Ballen hinpacke. Soll ich mit dem Ballensammel rankommen? Ja, ich hab... Ach so, ja, weiß ich nicht. Ich wollte gerade tatsächlich nur den Silageballen erstmal vom Feld haben, damit du zur Not schon mal anfangen kannst zu sehen. Ich muss mal gucken, wenn das sich ausgeht, würde ich die natürlich versuchen, links und rechts am Wegesrand zu positionieren. Damit du schon mal ansehen kannst. Aber dürfen wir auch die kleine Wiese da hinten mitnutzen, wo ich meinen Schneidwerkswagen hingestellt habe. Ja, das geht bestimmt, alles gut. Wie gesagt, die Nachbarn sind hier wirklich sehr human, sehr, sehr freundlich. Das passt. So. Ah. Das war's wett. Wir sehen's gleich. Spiegel hier sind aber auch im Deutsch eingestellt, ne? Man hat sie, aber mehr sieht man auch nicht. Ich sehe, dass ich eine Presse hinter habe. Ja, komm, das geht sich nicht aus. Ich lade den Ballen jetzt einfach mal hier ab. Der Silageballen ist durch den Zaun. Okay. Läuft. Magic. Ja, it's magic. Was soll's? Kriegen wir schon wieder raus. Müssen wir mal den Nachbarn fragen, ob er uns das Tor aufschließt von der kleinen Wiese da. Macht er bestimmt. So. Ah, Kast gibt hier aber auch gut Volldampf. Ja, muss, ne? Aber guck mal, ich sehe gerade dein Füllstand 93%. Also so wenig ist das doch gar nicht, wa? Ne, ja, kommt gut was runter. Ah, das ist. Weizen bringt halt immer was. Und ordentlich Stroh, ne? Ah ja, absolut. Absolut. Ah, 1%. Ich wundere mich gerade, warum er immer noch piept. Ja gut, ich habe zu früh angehalten. So, komm schon. Zack. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich gerade erst der zweite Ballen hier. Stroh, also... Dauert alles ein bisschen. Das Schneidwerk ist ja nicht das breiteste, was wir haben. Von daher muss man eine schwarze Not mehr mitnehmen. Aber was soll's. So, Drescher ist voll. Na, ich wollte gerade abtanken kommen. No, ich merke schon, das funktioniert hier im Team, wa? Einer handwäscht hier die andere. Könnt meinen, ihr macht das schon länger zusammen. Können wir den Ballensammelwagen schon? Ja, das wäre super. So. Vielleicht habe ich da noch ein, zwei fertig gepresst. Dann lassen wir den einfach auch hier am Rand gleich stehen. Stört ja nicht. Hier ist tatsächlich relativ wenig los auf den Seitenstreifen. Der denn schon überlegt, was wir hier drauf schmeißen wollen? Auch nicht überall meine Runde Ölrettich drauf haben? Bedüngung? Ja, das können wir machen, ja. Eigentlich keine schlechte Idee, ne? Dann haben wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen mehr Ertrag. Ja, lass uns das mal machen. Wir machen überall mal Ölrettich drauf.
zeigen wir auch hier unten mal den Kollegen, wie es richtig geht. Du bist auch fix unterwegs da mit deinem Ball. Ja, Vollgas, ne? Das, was der kleine Deutz hier hergibt. Sehr schön. So wie sich das gehört, ne? Haben schließlich keine Zeit, müssen Geld verdienen. Aber du hast doch nur Angst, dass ich dich noch einhole. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe ja den Vorteil, ich brauche immer nur ganz kurz warten und muss nicht groß zum Abdreschen fahren und alles. Alles wird gut. Zur Not schnappe ich mir den Sammelwagen und dann passt das. Aber man sieht, ne, Carsten hat das auch schon ein paar Mal gemacht. Also ja, klar. Nicht schlecht. So. Na guck, hast du das Feld doch schon fertig. Muss aufpassen, oben bei dem Feld ist die hintere Ecke, hier die hintere rechte Ecke von uns ist so ein bisschen doof. Ich mag sie leider nicht. Okay. Da ist so ein Versatz drin. Das ist zum Dreschen, zum Ansehen immer total blöd. Aber so, ich gebe mein Bestes. Ja, was ich gerade gesehen habe, würde ich gerade sagen, das kriegst du problemlos hin. Hab da ein gutes Gefühl. Ich wollte es nur gesagt haben. Jo, aber ich würde sagen, wie Carsten das schafft oder nicht schafft, ob er verzweifelt oder nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Für heute sind wir schon wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao.